recht einen hohen Anspruch, dass meine Bilder wirklich den Leuten, die ich begegne, gerecht werden, vor allem auf eine respektvolle Art und Weise. Also, was mich fasziniert, ist einfach der Austausch. Man hat nachher das Gegenüber, wo man interagieren kann. Und ich finde, in der Fotografie sehr, sehr persönlich, wenn eine Person, die du zum Teil nicht kennst, der Mühe hat, vor der Kamera zu stehen und dich eigentlich wie sich dir dort öffnen und breit ist, sich so zu zeigen. Also, dass sich Personen vor meiner Kamera dann öffnen, dann ich vielfach einfach Zeit investieren. Und das ist etwas, wo man nicht unterschätzen darf. Ich finde es recht zum Teil schwierig, wenn man einfach mit der Kamera kommt und sagt, ja, ich will jetzt mal da stehen und dann machen wir das. Das hat für mich nachher einfach zu wenig Tiefe und es wird vielfach auch den Leuten nicht gerecht. Das sind Leute, die man einfach nie sieht. Das sind Leute, die im Hintergrund tätig sind. Das sind Leute, die wir, wenn wir in ein Hotel gehen, eigentlich nicht wahrnehmen. Und das ist einfach auch so eine Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man in ein Zimmer reingeht, sieht man, dass das Zimmer ist tiptop sauber, es ist hergerichtet, aber man hat wirklich kein Gesicht zu dem. Und ich wollte wie Menschen zeigen, die Räumlichkeiten tagtäglich wiederherstellen, in dem schönen Glanz, wie wir es erwarten. Und man hat nachher wie ein Gesicht zu dem, zu der Person, die das macht. Die Berufe, die ich gezeigt habe, waren wirklich im Housekeeping angegliedert. Also sprich, Leute, die Zimmer putzen, herrichten. Es waren auch zum Teil Portiers. Es waren auch Leute, die in der Küche gearbeitet haben, als Sous-Chefs oder als Kochgehilfinnen oder Kochgehilfen. Es waren eher so solche Berufstätigkeiten. Für mich bringt mich meine Freiprojekte immer einen Schritt weiter, weil es ist ein Feld, wo man sich auf Experimente einlassen kann. Ich kann Sachen ausprobieren und durch das immer wieder neue Erfahrungen sammeln, die ich vielfach in der Dienstleistungsfotografie einbinden kann. Und das ist eigentlich das, was mich weiterbringt. Ich habe eigentlich recht früh entschieden, dass ich später, wenn ich erwachsen bin, irgendetwas in Art und Weise oder in einer Beziehung zur Fotografiewelt stehen und mich mit dem Medium befassen. Ich habe mit 22 mich recht früh selbstständig gemacht, weil für mich hat das sich einfach wie richtig angefühlt. Ich habe gefunden, das ist ein Weg, der sicher weiterbringen wird. Die Konkurrenz im Fotografie-Business ist jetzt eigentlich recht gross, weil es ist ein Medium, das halt sehr präsent ist. Aber ich sehe es eher als Chance, weil der Bedarf von Fotografie ist halt noch nie so gross gewesen, wie es jetzt ist. Also es sind sehr viele Plattformen entstanden, verschiedene Einsatzformen, auch durch die Digitalisierung. Ich würde jungen Fotografinnen oder Fotografen raten, wenn sie sich selbstständig machen, dass vielleicht dir bewusst wirst, was für Ziele die Welt ist verfolgen in der Fotografie und dir halt auch überlegst, was deine Strategie wird sein, wie du dich positionieren willst.